Ich hatte bereits angekündigt, dass ich über die 5 Faktoren der Meditation sprechen werde. Von diesen 5 Faktoren sind 3 bei jeder Meditation vorhanden. Wenn auch nur in kleinem Maße, aber sie gehören zur Meditation als solches. Und 2 davon sind erst vorhanden, wenn wir die Schwelle übertreten, von der ich gestern Abend gesprochen habe, und den Geist in die Vertiefung gebracht haben, sodass er ein neues Erleben im Innern hat. Diese 5 Faktoren der Meditation haben die sehr nützliche Eigenschaft, gegen unsere 5 Hindernisse zu arbeiten. Und diese 5 Hindernisse sind wieder Rubriken, die jedem Menschen eigen sind, aber gegen die wir natürlich arbeiten können und sollten, wenn wir unser Leben nutzbringend verbringen wollen. Und diese Gegenarbeit gegen die Hindernisse wird enorm unterstützt durch die Meditation, durch die meditativen Faktoren. Wenn wir diese nicht haben, diese meditativen Faktoren, dann ist die Gegenarbeit gegen die Hindernisse so schwierig, dass es so sehr kleine Fortschritte macht, wenn überhaupt. Wenn es aber verbunden ist mit der Meditation, dann ist der Fortschritt garantiert, wenn man beides tut. Die Meditation und die tägliche Läuterung. Der erste Faktor der Meditation habe ich bereits am Anfang erwähnt, aber bis jetzt ist er bestimmt wieder in Vergessenheit geraten. Es ist das anfängliche Hinwenden zum Meditationsobjekt. Wenn man überhaupt meditieren will, muss man sich zum Meditationsobjekt irgendwann mal hinwenden. Auch sollte man noch so viel denken, irgendwann muss man sich schon mal hinwenden. Und immer wieder, wenn man abgelenkt wird, muss man sich immer wieder hinwenden. Und dieses anfängliche Hinwenden und das immer wiederholte Hinwenden arbeitet gegen die Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Diesen ersten Faktor hatte ich bereits erwähnt. Der Buddha vergleicht Lässigkeit und Trägheit des Geistes mit im Gefängnis sein. Der Geist ist im Gefängnis, einem selbstgebauten selbstverständlich, und ist äußerst zusammengeschrumpft. Ein Geist, der Lässigkeit und Trägheit in sich hat, ist ein zusammengeschrumpfter Geist, weil er sich in keiner Weise in irgendwelche Richtung verbreiten kann. Er ist zu lässig, zu träge, um überhaupt etwas zu tun. Alles ist ihm zu viel. Den Menschen, denen alles zu viel ist, das sind diejenigen, die natürlich am wenigsten tun. Das ist klar. Diejenigen, denen nichts zu viel ist, sind diejenigen, die am meisten tun. Das ist nichts anderes wie eine Geisteshaltung. Das bedeutet nicht, sich überfordern lassen. Das ist auch Lässigkeit und Trägheit des Geistes, wenn man sich ständig überfordert fühlt. Weil der Geist eine Abwehr hat gegen das, was er eigentlich tun sollte. Und sobald er sich wehrt, möchte er lieber wieder in sein kleines Gefängnis zurück. Also in dem Fall ist das Überfordertfühlen ist nicht die Antwort darauf, sondern ein Geist, der sich frei fühlt, unabhängig von dem, was um ihn herum vorgeht und außerdem achtsam ist.
der hat die Möglichkeit, sich in allen Richtungen zu vervielfältigen. Das heißt, er kann auch in Richtungen gehen, die nicht nur auf der materiellen Ebene sind. Aber auf der materiellen Ebene auf jeden Fall mit Achtsamkeit hat er die Möglichkeit, den Tag und die Verantwortung und Verpflichtungen harmonisch zu erledigen. Sich überfordert fühlen kommt sehr häufig daher, und kommt immer eigentlich daher, dass man eine Sache macht und dabei darüber nachdenkt, wie viele andere man noch zu machen hat. Und da das unendlich ist, diese vielen anderen, die man alle noch zu machen hat, so fühlt der Geist sich vollkommen unter dem Druck von all dem, was er noch machen soll. Und denkt, er ist vollkommen überfordert, fühlt sich unter Stress und glaubt, er kann nichts schaffen. Und schafft natürlich immer weniger und weniger. Wenn man achtsam eine Sache macht, die gerade zu tun ist, und dann zur nächsten greift, so hat der Geist überhaupt keine Gelegenheit, sich überfordert zu fühlen. Er macht eine Sache nach der anderen. Die Achtsamkeit ist unser größter Schutz. Wir müssen sie aber auch praktizieren, immer wieder. Und im täglichen Leben ist es unser Schutz gegen ein Gefühl des Drucks und des Stress und auch der Schutz dagegen, sich zurückziehen zu wollen mit dem Geist und recht wenig machen zu wollen. Auch das ist keine Lösung. Die einzige Lösung ist die Achtsamkeit von Sekunde zu Sekunde. Das ist die Lösung dafür. Im täglichen Leben ist also die Achtsamkeit die Hilfe, hier bei der Meditation selbstverständlich nichts anderes möglich, als die Achtsamkeit auf das Meditationsobjekt. Es ist nichts anderes als im täglichen Leben. Daher ist diese Lässigkeit und Trägheit des Geistes, die den Geist immer wieder befängt, weil er einfach nicht tun will, obwohl er tun könnte, wird dadurch gegengearbeitet und wird unterstützt, die Gegenarbeit, wenn wir uns immer wieder zum Meditationsobjekt hinwenden. Ein Geist, der wirklich sich frei und beschwingt fühlt, ist ein unabhängiger Geist, der unabhängig denken kann. Ein unabhängiger Denker ist ein Mensch, der sich nicht einfach in die Normen pressen lässt, die schon immer um ihn herum stattfinden, aber auch keine Abneigung dagegen hat, sondern unabhängig denken kann. Wenn wir immer wieder uns auf dem Meditationsobjekt hinwenden, immer wieder, so wird der Geist immer freier von all dem Wulst, was sich da abspielt im Geist. Das ist der erste Faktor der Meditation und das ist auch das erste Hindernis, was dadurch etwas gelindert wird. Wir müssen natürlich im täglichen Leben weiter damit arbeiten. Die Achtsamkeit kann nicht einfach nur in der Meditation praktiziert werden. Der zweite Faktor der Meditation ist, möchte ich sagen, der ausschlaggebende. Das ist das ständige Hinwenden zum Meditationsobjekt, wovon ich gestern Abend gesprochen habe, die Konzentration. Das ständige Hinwenden zum Meditationsobjekt, das heißt, dass wir endlich einmal auf dem Atem bleiben, ohne zu denken, oder bei der Betrachtung der Empfindungen und Gefühle bleiben, ohne zu denken. Dass wir wirklich einen Geist haben zu der Zeit, der sich auf etwas vollkommen einlässt und sich nicht mehr ablenken lässt. Das ist nichts weiter wie Übungssache. Dazu gehört Hingabe.
Man muss sich dem, was man tut, hingeben, ob das Meditation ist oder ob das Kindererziehung ist oder ob das Toilettensäubern ist. Wenn man es halbherzig tut, dann kommt was Halbes dabei raus. Selbstverständlich. Was denn? Wenn man es mit vollem Herzen tut, dann hat man erstens einmal überhaupt keine Widerstände. Dann wird es einfach gemacht. Und dann hat man ein Gefühl des sich dafür Gebens, sodass das Ding, was man tut, und man selbst zusammenfließen, man nicht mehr abseits steht. Das ist sowieso der Kern von Achtsamkeit. Man fließt mit dem zusammen, was man tut. Und wenn man nicht mit vollem Herzen dabei ist, wird sowieso nichts draus. Da kann man machen, was man will. Da kann man die kleinste, unwichtigste Arbeit tun oder eine, die man wirklich für wichtig hält. Sobald Widerstand da ist oder sobald man sich abseits davon stellt, weil es ist mir zu viel, es ist mir zu schwierig, ich kann es doch nicht oder ich werde es eventuell mal später können, solange diese Gedanken vorhanden sind, unterschwellig oder erkannt, solange kommt sehr wenig dabei raus. Im täglichen Leben gibt es viele Arbeiten, die man halbherzig tun kann und die dennoch anscheinend getan sind. Aber man sehe sich einmal die Häuser an, die vor mehreren hundert Jahren gebaut worden sind und die Häuser, die heute hingestellt werden. Da sieht man den Unterschied von einem Arbeiter, der sich mit vollem Herzen in seine Arbeit gegeben hat und denjenigen, die heute es nur hinbauen, um ihr Gehalt zu bekommen. Und so sieht alles aus. Man kann es im täglichen Leben einigermaßen noch hinkriegen, weil unsere Beurteilung von dem, was exzellent ist, sehr mangelhaft ist. Aber bei der Meditation geht es überhaupt nicht. Da muss man sich mit vollem Herzen dazu geben. Endlich einmal irgendetwas, wo man sich wirklich hingeben muss, wenn man es machen will. Die anderen Dinge, die wir im täglichen Leben machen, die gehen auch so auf halbem Wege irgendwie. Oder vielleicht ein bisschen mehr als halb gerade. Aber man stelle sich vor, zum Beispiel, die Beziehung zwischen zwei Menschen, wenn man mit einem Menschen zusammenlebt und man hat eine halbherzige Beziehung zu diesem Menschen, man ist nicht mit vollem Herzen dabei. Na, was hat man da? Hat man ziemlichen Chaos. Man muss sich ständig immer wieder aufmuntern. Du machst schon, muss schon irgendwie gehen. Es ist keine Beziehung. Es ist eine Katastrophe. Es funktioniert nur. Das, was aus einem selber herauskommt und mit einem selber zu tun hat, funktioniert nur, wenn man mit ganzem Herzen dabei ist. Und das trifft also auch auf die Beziehung mit Menschen zu, mit einem, vor allem mit einem Menschen, und trifft auf die Beziehung zur Meditation zu. Wenn wir in der Lage sind, uns einmal hinzuwenden und beizubleiben bei dem Meditationsobjekt, das heißt, die Konzentration ist geblieben, der Geist lässt sich nicht ablenken. Wir haben die Hingabe uns gefühlt, wir können sehr effektiv dabei bleiben, dann haben wir das stärkste Mittel gegen skeptischen Zweifel. Man muss kein ständiger Skeptiker sein, um skeptischen Zweifel zu haben. Jeder Mensch hat skeptischen Zweifel. Und zwar im Allgemeinen hat er skeptischen Zweifel gegen das Neue. Und bleibt lieber beim Alten. Und daher haben wir dann die schönen Vorurteile und die Ablehnungen von Dingen, die uns fremd sind, von Menschen, die uns fremd sind. Das Separieren von dem, was wir akzeptieren, weil wir es kennen, und von dem, was wir ablehnen, weil wir es nicht kennen.
der skeptische Zweifel vom Buddha verglichen worden mit einer Reise durch die Wüste ohne jeden Proviant und ohne Landkarte, sodass man im Kreis geht und am Ende nicht nur verhungert und verdurstet, sondern auch noch von Räubern überfallen wird. Das heißt, der skeptische Zweifel, der zweifelt an dem Neuen, der bringt uns im Kreis immer im Alten. Wir bleiben bei dem, was wir schon gewusst haben und gekannt haben. Wir bleiben in der Umgebung, in der geistigen Umgebung, mit der wir schon einverstanden sind oder die uns schon familiär ist. Das ist der Grund der vielen Vorurteile und des vielen Hasses zwischen Völkern, Nationen, Religionen und Rassen, die vollkommen unberechtigt sind, überhaupt keinen Sinn machen. Jeder, der sich das einmal überlegt, weiß, dass es keinen Sinn macht, und dennoch besteht es immer wieder überall. Es ist fremd, es ist anders. Ich kenne es nicht. Und wenn ich es nicht kenne, vielleicht ist es dann nicht gut. Und das ist, was jedem passiert, nicht nur dabei, sondern es passiert einem bei der Meditation. Die kenne ich nicht. Ein Mensch, der natürlich schon meditieren kann, der hat das nicht mehr. Aber in der Situation, von der ich jetzt spreche, ist ja die Konzentration noch nicht gewesen. Also man kennt ja die Meditation noch nicht. Das sind ja alles nur Bemühungen zur Meditation. Und daher ist ein unterschwelliger oder sogar manchmal ein zugegebener skeptischer Zweifel da, ob man es wirklich selber kann. Weil das erscheint schwierig. Ob es überhaupt einen Sinn hat. Ob es einem was Gutes tun kann. Es könnte auch schlecht sein. Man hat doch schon mal gehört, dass der oder jener hätte und so weiter. Geschichten irgendwo hat man gelesen, gehört, irgendetwas. Oder hat der Buddha wirklich gewusst, wovon er redet? Vielleicht stimmt das alles gar nicht. Und alle möglichen Ideen, dazu kommt dann noch, kann doch gar nicht richtig sein, auf dem Boden zu sitzen, wozu denn das alles? Und das kann ja viel sehr schlecht für den Körper sein, und da kann ja die Blutzirkulation absterben und alle möglichen Ideen und Gedanken, an denen der Geist rumknabbert, weil er irgendwas haben will, an dem er sich knabbern kann. Und er kann sich alles ausdenken. Wir nennen den Geist einen Zauberkünstler. Er kann alles ausdenken. Es gibt nichts, was er sich nicht ausdenken kann. Und manche der Dinge, die er sich ausdenken kann, sind sogar nutzbringend. Aber nicht sehr viele. Sollten wir aber in der Lage sein, nun endlich einmal konzentriert zu sein, dann fällt ein ganz großer Teil des skeptischen Zweifels fort. Weil das Erste ist, ach, ich kann es ja selber. Zweitens, was der Buddha gesagt hat, scheint ja doch zu stimmen. Es geht ja, man wird ja ruhig davon. Und Meditation scheint ja doch was Gutes zu sein. Also lauter Unterstützungen dessen, woran man vorher gezweifelt hat. Die Zweifel sind natürlich nicht vollkommen ausgemerzt. Der skeptische Zweifel verschwindet erst vollkommen, wenn man das erste Mal die vollkommene Freiheit für sich selber erlebt hat, das heißt den ersten Schritt zu Nibbana getan hat. Aber auf jeden Fall ist der skeptische Zweifel zu der Zeit so verkleinert, dass er einen nicht mehr bei der Meditation stört. Dass die Gedanken, ob man es machen sollte oder nicht, ob es nicht vielleicht doch was Einfacheres, Besseres, Schöneres, Interessanteres, Lebhafteres gäbe, das ist alles dabei verloren gegangen. Es ist eine Sicherheit gekommen. Hier ist etwas, was wirklich einen ganz großen Unterschied macht zu dem, wie ich sonst mich kenne. Daher ist der Moment, wo die Konzentration kommt, der Ausschlaggebende.
Und das ist der Moment, von dem ich gestern Abend gesprochen habe, wo der Atem so fein wird, dass er kaum zu finden ist, oder wo es ein derartig überwältigendes, entzückendes Gefühl gibt bei der Gefühlsbetrachtung, dass das dann das Meditationsobjekt wird. Der Moment, wo man die Schwelle überschreiten kann, die uns davon abhält, in unser Inneres zu kommen. Wir können da die Tür öffnen und hineingehen. Und das ist der ausschlaggebende Moment. Dieser skeptische Zweifel ist dann eben so niedergehalten, dass er uns nicht mehr beim Weitermachen stört. Das ist allerdings auch nur zu 99% der Zeit der Fall. Es gibt immer 1% Menschen, die anders sind. Die auch sogar, wenn sie das schon können, dann auch nicht weitermachen. Kann man nichts weiter sagen, als sagen, es ist schade. Aber zu 99% ist das Interesse erweckt und die Sicherheit. Und das, die Sicherheit im Geist, hier ist etwas, was ich wirklich machen will. Dann kommt dieses Gefühl, von dem ich gestern Abend schon gesprochen habe, entzückend, ganz anders, wie die Gefühle, die wir sonst haben, die Empfindungen, die wir sonst haben, verwandt damit, aber auf einer Ebene, die viel stärker und viel erhebender ist. Es ist nicht ein ganz unbekanntes Gefühl. Leichtigkeit und wohlige Wärme sind nicht unbekannt, aber es ist ein quantitativ und auch qualitativ von einer viel erstaunlicheren Größe. Und dieses Gefühl arbeitet gegen unser Übelwollen, unseren Ärger, unsere Widerstände, unsere Ablehnungen. Das hatte ich bereits erwähnt gestern Abend, wie das passiert. Und zwar natürlich zur Zeit der Meditation, das ist klar, aber auch als Niederschlag während des Tages. Der Buddha hat Ärger mit einer Gallenkrankheit verglichen. Passt wunderbar im Deutschen. Wir sagen nämlich auch, mir kommt die Galle hoch. Und wer hat die Gallenkrankheit? Natürlich der, der sich ärgert, nicht der, über den wir uns ärgern. Wenn der sich dann auch ärgert, na, dann kriegt er auch eine Gallenkrankheit. Aber erst hat mal derjenige, der sich ärgert, die Gallenkrankheit. Und Ärger und Übelwollen ist sozusagen das, was uns selbst am meisten wehtut. Und daher, interessanterweise, auch das Günstigste, was uns zum spirituellen Pfad bringt. Weil es nämlich so unangenehm ist, wenn wir es oft genug haben, dass wir merken, wir müssen irgendwas unternehmen. Es gibt zwei überwiegende Rubriken von Eigenschaften von Menschen. Und zwar eines Gier und eines Hass. Das ist eine Rubrik, wo alles drunter reinpasst. Die Hass-Rubrik ist der Ärger, das Übelwollen, die Ablehnung, der Widerwillen. Und die Begierde ist natürlich das Habenwollen. Beide sind genauso schädlich. Aber bei der Begierde ist es so, dass es immer irgendeine Hoffnung im Hintergrund ist, dass wenn ich das bekommen werde, was ich gerne möchte, dann werde ich endlich glücklich sein. Und dann bekomme ich es und dann bin ich ja auch 5 Minuten lang glücklich damit. Und dann fange ich wieder von neuem mit einer neuen Begierde an. So sind diese Menschen, die überwiegend Begierde haben und weniger Hass, nicht so geneigt, den spirituellen Pfad einzuschlagen, nicht alle natürlich, aber nicht so geneigt, weil sie immer in der Hoffnung leben, es wird schon nochmal das Richtige kommen. Das, was ich wirklich haben will und das ich mich wirklich erfüllt. Diese Menschen sind im Allgemeinen viel einfacher, mit ihnen zu leben. Es ist auch viel einfacher, sie können mit sich selber viel besser fertig werden, weil das Begehren ja nicht so wehtut wie das Hassen. Sie sind also
etwas friedlicher innen. Nicht viel, aber etwas. Aber die, die Hass in sich fühlen, und jeder, der begehrt hat, natürlich auch Hass, aber der Hass als überwältigendes hat und weniger Begierde, dem tut das Innenleben die ganze Zeit weh. Und da er gar nichts anderes kennt, glaubt er, so muss es sein. Aber eines Tages kommt er auch dahinter, dass es wohl vielleicht doch noch was anderes gäbe. Es ist so, als ob das Innenleben roh wäre, dass als ob immer alles da ran kann und immer alles einem sofort wehtut, als ob die Haut weg wäre und man kommt aufs rohe Fleisch. So ist es im Innenleben, wenn jemand viel Hass in sich hat. Und es gibt einen ganz berühmten Meditationsmeister im Norden, Osten Thailands, der ein sehr bekannter Mönch, der gesagt hat, alle Mönche, die zu ihm kommen in sein Kloster, sollen Hasstypen sein. Die praktizieren wenigstens. Denn das ist so unangenehm, dass man wenigstens was unternimmt. Bei den Begierdetypen ist es so, dass sie sehr leicht auch mal aufhören mit der Praxis und sich an irgendwas erfreuen, was ihnen gerade einfällt. Diese Gallenkrankheit kennt jeder. Jeder war schon ärgerlich, jeder hat schon Ablehnung, Widerwillen und Irritation kennengelernt. Jeder weiß, wie es sich anfühlt. Die meisten Menschen auf der Welt wissen aber nicht, dass man es loswerden kann. Dass man damit nicht zu leben braucht. Die meisten Menschen auf der Welt, fast alle, glauben, so ist es eben. Aber erst, wenn es mal so unangenehm wird, dass man damit kaum mehr leben kann und das, was der Anlasser dazu ist, uns ärgerlich zu machen, nicht loszuwerden ist, dann muss man merken, dass man es in sich loswerden kann. Die Gegenarbeit der liebenden Güte-Meditation und der täglichen Arbeit mit der Läuterung der Emotionen habe ich bereits besprochen. Hier, durch diese meditative Erfahrung des entzückenden Gefühls, was uns eine ganz neue Perspektive eröffnet, was bei uns im Innenleben zu finden ist, haben wir die stärkste Unterstützung. Ein Mensch, der tagtäglich in die Vertiefung geht und die Meditation tagtäglich durchführt und in die Vertiefung geht, hat natürlich auch noch Ärger. Weil das geht überhaupt erst weg bei der dritten Stufe, eine Stufe vor der vollen Erleuchtung. Aber es ist auf einer ganz anderen Ebene der Ärger. Er ist viel seichter. Er hat nicht das Gefühl, bringt nicht mit sich das Gefühl, dich davon vollkommen überwältigt zu sein. Es kommt nicht das Gefühl, dass man gegen den Anlasser was unternehmen muss. Es kommt auch nicht das Gefühl, dass es etwas, dass es einem sehr weh tut. Es ist da. Wie gesagt, es geht erst weg durch die Einsichtsstufen. Aber die Ruhemeditation ist das Mittel. Und jede Ruhemeditationsstufe bringt Einsicht. Sodass die Einsicht, die wir erlangen können auf diesem Weg, durch diese Ruhemeditationsstufen automatisch kommen. Wenn wir hinschauen, so dass es viel einfacher ist für uns, diesen Weg zu gehen. Wenn wir erkannt haben, dass wir nur uns selber schaden, dass, wie der Buddha sagt, wir glühende Kohlen mit nackten Händen hochheben und auf einen anderen versuchen zu werfen, also nur uns selber wehtun, dann wird sicher der Moment kommen, wo wir nicht nur durch die Meditation, sondern auch durch unsere tägliche Arbeit immer wieder versuchen zu ersetzen. Die beiden zusammen machen es dann möglich, dass das Innenleben friedlich wird, harmonisch wird. Dass es sich glättet, dass die Wogen sich glätten. Solange da drinnen Wogen sind, so lange ist natürlich auch nicht möglich zu meditieren. Das heißt also, das greift alles ineinander.
Auf Englisch sagt man dazu Catch 22, weil wenn man entweder hat man das erst und dann muss man da, kriegt man das andere, aber da man das andere noch nicht hat, kann man das erste auch nicht kriegen. Wir müssen also versuchen, in der Meditation, am Anfang der Meditation, uns von allem abzuwenden, was den Geist irgendwie bedrücken, ärgern, aufregen, ablehnend machen kann. Wenn wir uns nicht davon abwenden, haben wir überhaupt keine Möglichkeit, je zu meditieren. All das müssen wir uns abwenden davon und dem Geist nichts anderes lassen, als die Freude über die Meditation und die Hingabe, es zu tun. Dann funktioniert's. Der Geist hat zu viele Ideen, was er sonst noch alles denken könnte. Und glaubt immer, weil er so gut denken kann, dass er auch Recht haben muss. Recht haben bedeutet Meinung und Ansichten. Und Recht haben gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur relative Wahrheit und absolute Wahrheit. Recht haben tut keiner. Und dennoch versuchen wir es alle immer wieder. Es muss doch so sein, ich denke es doch. Wenn das beim Meditierenden nicht ausgemerzt wird, dann hat er nicht genau aufgepasst. Jeder, der meditiert, muss wissen, dass das, was man denkt, absolut nicht stimmt. Es ist einfach gedacht. Wenn es um tägliche Leben, um Broterwerb handelt, jawohl, dann ja. Da muss man so denken, wie das da nötig ist. Aber all das andere Zeug, was hochkommt, ist einfach gedacht. Weiter gar nichts. So haben wir hier den einschneidenden Moment, der uns von der Methode zur Meditation führt. Und wenn wir also die Methode, den Schlüssel hinter uns lassen können und zur Meditation kommen, dann haben wir die Möglichkeit, uns selbst in einer ganz neuen Art kennenzulernen. So wie wir vielleicht einmal in Büchern sogar irgendetwas gelesen haben darüber oder gehofft haben, dass es so etwas gibt oder durch irgendwelche Glaubensbekenntnisse versucht haben, es zu erreichen. Was aber effektiv in uns vorhanden ist und nichts weiter braucht, nichts weiter als aufzuhören zu denken. Eigentlich ganz einfach, ne? Nur aufhören zu denken, weiter gar nichts. Und nur mal da sein, statt zu denken, wie man da sein könnte. Wir sind doch sowieso alle da. Also einmal nur da sein und nicht dran denken, wie man es machen könnte. Dieses entzückende Gefühl ist begleitet von einem Gefühl der Freude. Es kommt automatisch damit hoch. Das Meditationsobjekt am Anfang, in der ersten Stufe, ist aber dieses entzückende Gefühl, aber es ist freudig. Die Freude ist selbstverständlich, denn man kann nicht ein entzückendes Gefühl haben, ohne die Freude auch zu spüren. Und diese Freude, die da hochkommt, hat eine ganz wichtige Funktion. Sie arbeitet gegen unser viertes Hindernis. Die Unruhe und Rastlosigkeit. Unruhe und Rastlosigkeit im Geist kommt daher, weil wir das, was wir suchen, nicht gefunden haben. Wenn der Geist ruhig wird, wird der Körper auch ruhig. Wenn der Geist unruhig ist, ist der Körper unruhig. Die Unruhe und Rastlosigkeit, die die Menschheit hat, weil sie nicht gefunden hat, was sie wirklich vollkommen mit innerem Glück erfüllt, können wir auf der Autobahn beobachten, an jedem Flughafen, können wir überall beobachten, wo Menschen in Bewegung sind. Und sie sind in ständiger Bewegung. Wir können sie im Stau, in den Städten beobachten, in der Unmöglichkeit, irgendwo zu parken. Wir können es beobachten in den überfüllten Geschäften. Überall können wir Unruhe und Rastlosigkeit beobachten. Da wir sie aber selber haben, merken wir es vielleicht nicht.
Es ist nicht so einfach, etwas zu sehen, in dem man selber verfangen ist, weil man ja selber darunter leidet. Unruhe und Rastlosigkeit bedeutet, wir suchen was. Wir suchen einen schönen Ferienort, wir suchen ein neues Ding zu kaufen, wir suchen irgendeinen neuen Menschen zu sprechen, wir suchen irgendeine neue Idee zu bekommen, wir suchen irgendetwas. Wir suchen etwas, wir suchen einen neuen Roman zu lesen, wir suchen irgendetwas, irgendwas Neues. Wir wollen uns neues Wissen aneignen, irgendwas, was uns dann vielleicht erfüllen wird. Und obwohl man es immer wieder tut und immer wieder unerfüllt ist, macht man es immer wieder, weil keinerlei Möglichkeit ist zu wissen, dass man woanders hinschauen sollte, wo die Erfüllung zu finden ist. Wir haben die Erfüllung in uns. Wir können sie ganz einfach finden. Aber den meisten Menschen wird es ja auch nie gesagt. Und so suchen sie immer weiter. Und so sucht man überall, fährt in andere Länder, lernt neue Dinge auf der Universität oder wo immer es was zu lernen gibt, geht zu neuen Workshops, wo neue Sachen angeboten werden, immer was Neues. Diese Unruhe zeigt sich, nicht, dass all diese Dinge nun schlecht sind, aber diese Unruhe zeigt sich im Geist. Das ist der Grund, warum er nicht aufhören kann zu denken. Weil er unerfüllt ist, das Innenleben, und dann sucht er immer was Neues. Genau wie ein Körper, der noch mit Hunger befasst ist, immer was sucht, hineinzutun, damit er einmal nicht mehr hungrig ist. Und diese Schwierigkeit wird erst zum Ende gebracht, wenn diese Freude hochkommt. Da ist keine Unruhe, da ist keine Rastlosigkeit. Da ist einfach dieses freudige Empfinden zusammen mit dem entzückenden Körperempfinden. Es hat also eine ganz wichtige Funktion. Und dann kommt der fünfte Faktor der Meditation, dass bei jeder Meditation dabei sein muss und auch von Anfang bis Ende dabei bleibt. Die anderen Faktoren werden allmählich fallen gelassen. Der letzte bleibt, das ist die Einspitzigkeit. Die Einspitzigkeit des Geistes heißt, dass auf dem Objekt, auf dem er ist, ganz einspitzig sich konzentriert. Nun ist jede Konzentration einspitzig, sonst ist keine Konzentration. Und das ist auch der letzte Faktor, der immer bleibt. Die Einspitzigkeit können wir zum Beispiel vergleichen mit einem angespitzten Bleistift. Mit einem stumpfen Bleistift kann man nicht sehr schön malen, zeichnen, schreiben. Ein angespitzter Bleistift hat die Fähigkeit, wunderschöne Linien zu ziehen. Genauso mit einem Werkzeug. Der Buddha hat es mit einer Axt verglichen. Eine stumpfe Axt ist beinahe unmöglich, Holz zu spalten. Die Arbeit ist riesenhaft und der Erfolg ist mangelhaft. Wenn die Axt aber vollkommen geschärft ist und eine ganz feine Schneide hat, dann ist es ein sehr gutes Instrument. So auch mit dem Geist. Wenn er ganz angespitzt ist, so ist es ein gutes Instrument. Dann kann er eines Tages diese Nebel, diese Schleier, vielleicht besser gesagt diese Wand, die uns umgibt, einmal durchbrechen, um in der Freiheit die absolute Wahrheit zu erkennen. Nur ein geschärftes Instrument, das Stärke hat, kann das tun. Sodass wir durch die Einspitzigkeit des Geistes in der Ruhemeditation die Möglichkeit haben, einmal uns Klarheit zu verschaffen. Klarheit, um was es eigentlich wirklich geht im Menschenleben. Nicht das, was wir bis jetzt gehört, gesehen, gemacht und geglaubt haben. Darum geht es nämlich eigentlich gar nicht. Das ist alles nur zum Überleben.
zum Überleben und einigermaßen über die Runden zu kommen. Es geht um was ganz anderes. Und diese Einspitzigkeit, die also entweder momentan vorhanden ist bei momentaner Konzentration oder vollständig vorhanden ist bei vollständiger Konzentration, diese Einspitzigkeit arbeitet gegen unser erstes Hindernis, die sinnliche Begierde, die Begierde für sinnliche Befriedigung. Dieses Hindernis ist das, wovon ich bereits gesprochen habe, nämlich, dass wir gewöhnt sind, durch unsere Sinne unsere Freuden zu bekommen. Und daher, bis wir auf die Meditation stoßen und sie dann auch können, nichts anderes kennen und so immer in dem Kreislauf der sinnlichen Begierde sind. Der Buddha hat die sinnliche Begierde damit verglichen, ein Schuldner zu sein. Wenn man zum Beispiel eine Hypothek hat auf seinem Haus, dann muss man jeden Monat zur Bank gehen und abzahlen mit Zinsen. Und wenn man ganz großes Glück hat, wird man damit fertig, bevor man stirbt. Hier bei der sinnlichen Begierde wird man nicht damit fertig, bevor man stirbt, außer man findet raus, dass es etwas ganz anderes gibt. Die sinnlichen Begierden sind nicht irgendwelche überwältigenden Begierden. Es ist alles, was wir wollen. Wir wollen es bequem haben beim Sitzen, wir wollen das essen, was uns schmeckt, wir wollen zur Zeit essen und trinken, wir wollen nicht was trinken, was uns unangenehm ist, wir wollen Dinge sehen, die hübsch aussehen, wir wollen hören, was uns gefällt, wir wollen nicht hören, was etwas, was gegen unser Ego geht. Es sind keine wilden Begierden und Passionen, die natürlich auch daraus entstehen. Aber das Tägliche von morgens bis abends ist das, was jeder ständig, immer wieder erlebt. Und da kann man einmal einen Moment nachdenken, ob das wirklich so ist. Und wenn uns diese Begierden für die sinnliche Befriedigung nicht erfüllt werden, wenn unsere Befriedigung nicht kommt, wenn wir in den meisten Fällen ganz böse, dann ist irgendetwas ist vollkommen in Unordnung geraten und wir sind entweder auf jemand anders böse oder auf die Umstände oder was immer es sei, wo wir jemanden einen Sündenbock finden können. Wir erwarten, dass wir es bequem und angenehm haben. Es ist eine Erwartungshaltung, die darunter liegt, dass die Idee, dass uns das zukommt. Dass uns zukommt, bequem und angenehm und erfreulich alles zu haben, was auf uns zukommt. Woher diese wahnwitzige Idee kommt, ist gar nicht auszudenken. Jeder denkt sich die selber aus. Das ist nicht etwa, dass da irgendeine Rational dahinter liegt. Jeder denkt sich das aus und das denkt man sich aus, weil die Begierde für die Befriedigung der Sinne so stark ist, dass wir sie damit rechtfertigen, dass es uns zukommt. Und natürlich, wenn man in einer wohlhabenden Gesellschaft wie in dieser lebt, so ist es nicht so schwierig, die Sinne zu befriedigen. Wir merken aber bei diesen Kleinigkeiten überhaupt nicht, dass das ja auch noch nicht das Glück im Innenleben bringt. Wir merken es erst, wenn wir immer wieder neue Ideen haben, was wir haben möchten und dann erkennen, das war es auch nicht. Und wenn man es oft genug gemerkt hat, das war es auch nicht, dann ist der Moment gekommen, wo man den neuen Weg wirklich mit einem vollen Herzen gehen kann. Wenn man es noch nicht genau gemerkt hat, das war es auch nicht, was draußen in der Welt gibt, und immer noch glaubt, wenn man es ein bisschen cleverer anpacken wird, nur ein bisschen mehr aufpassen wird nächstes Mal, wenn man nur nächstes Mal sich nicht mehr ins Boxhorn jagen lässt von Versprechungen und überhaupt die ganze Sache so ein bisschen mehr intelligent betrachten wird, dann klappt es bestimmt.
was immer sei, was klappen soll. Die Verbindung mit einem anderen Menschen, die Reisen, die Wohnung, der Job, was immer sein soll, was klappen soll. Wenn man immer noch glaubt, dass man nur noch ein bisschen mehr Intelligenz, etwas mehr Manipulation vielleicht, etwas mehr Einfühlung braucht, dann wird es schon werden. Dann, solange man ist man noch in der Welt gefangen, in der Welt der sinnlichen Begierden. Das ist unsere Welt. Wir leben in der, sie heißt Kamaloka auf Pali. Loka heißt der Ort und oder die Ebene. Und Karma ist die sinnliche Begierde. Nicht Karma, sondern Karma, K-A-M-A. Das ist unsere Welt, in der wir leben, die sinnliche Begierde. Und wenn wir glauben, dass sie uns erfüllen kann, wenn wir mit unserer Intelligenz das richtig machen, so lange sind wir vom spirituellen Leben ausgeschlossen. Man kann es nicht halbherzig machen. Dass wir die Annehmlichkeiten der Sinne sowieso bekommen, habe ich bereits erklärt. Dass wir aber eines Tages verstehen werden, dass es sich darum überhaupt nicht handelt, sondern dass nur das eine nette Zugabe ist auf dieser Ebene, auf der wir leben. Das ist der Punkt, der kommen muss. Und wenn der Punkt gekommen ist, dann ist es viel leichter zu meditieren, weil dann suchen wir nicht irgendwelche sinnlichen Befriedigungen bei der Meditation oder außerhalb der Meditation. Es hat überhaupt keinen Sinn, bei der Meditation etwas zu suchen. Bei der Meditation gibt es nur eins und das ist, dabei zu bleiben. Alles andere fallen zu lassen. Die sinnlichen Begierden hat der Buddha außerdem noch erklärt, dass wir uns dabei im täglichen Leben helfen können, wenn wir die Sachen, die wir begehren oder die Menschen, die wir begehren oder was immer es sei, was wir begehren, einmal auseinandernehmen. Und nicht immer nur das Ganze sehen, sondern mal analysieren, was wir eigentlich begehren. Was wollen wir eigentlich? Um was geht es eigentlich? Und da kann man am besten bei sich. Das Karren besteht aus 4 Rädern, einer Achse, einer Bremse, einem Fußboden und Seiten. Und wenn man die Dinge alle einzeln vor sich sieht, dann sind das Räder und eine Deichsel und ein Fußboden und Seiten. Aber wenn man es dann zusammen macht, dann heißt es plötzlich Karren. Und so ist es bei uns auch. Und da gibt es ein sehr nutzbringende Meditationsmethode dafür. Und die könntet ihr auch noch mit einbauen in euer Repertoire. Und zwar heißt es, 32 Teile des Körpers, aber es müssen nicht 32 Teile sein. Das macht man so, in der Meditation. Man stellt sich vor, man hat hier vorne einen Reißverschluss. Und den macht man auf. Und dann holt man alle Teile, die da drin sind, heraus und legt sie vor sich hin. Jeder weiß ungefähr, was da alles drin zu finden ist. Galle und Leber und Nieren und Sehnen und Muskeln und Gedärme und ein Herz und eine Lunge und Blut und Speiseüberreste, Magen. Alles schön säuberlich vor sich hinlegen. Und dann die Knochen auch noch rausnehmen und auf ein extra Häufchen legen. Zu der Zeit fällt natürlich die Haut in sich zusammen, das ist klar. Und dann sich mal dieses Häufchen von Einzelteilen anschauen oder 2 Häufchen und mal sehen, wo bin ich eigentlich da drin? Der Geist sagt sofort, na, das kann ich ja gar nicht sein, ist ja unmöglich. Und die meisten, die das noch nicht praktiziert haben, nehmen dann das Zeug ganz schnell und tun es wieder rein und machen den Reißverschluss wieder zu, damit bloß ich wieder da ist. Ich würde es sehr empfehlen, das mal zu versuchen. Und wenn der Geist sehr ablehnend ist und sagt, ach nee, das mag ich aber nicht, dann erst recht.
Denn so sieht ja die Wirklichkeit aus. So ist es ja. Wir bestehen ja aus diesen Einzelteilen. Das ist natürlich nur körperlich gedacht. Genau wie der Karren ja auch nur körperlich gedacht ist. Und diese Methode hat einen nutzbringenden Erfolg, dass die sinnliche Begierde etwas unterminiert wird dadurch. Denn was man sieht ganz deutlich, dass hier ja nichts weiter ist wie eine Anhäufung von Einzelteilen. Dazu kommt noch, dass man sogar heutzutage Ersatzteile einsetzen kann. Was auch noch die Sache unterstützt, dass da ja gar keiner wohnt. Also fremde Ersatzteile kann man da reintun. Macht es noch ähnlicher dem Karren. Und wenn man das einmal sieht in sich, so ist die sinnliche Begierde nicht mehr so im Vordergrund. Selbstverständlich wird das Schöne und Angenehme dankbar akzeptiert. Aber es ist nicht im Vordergrund, es muss nicht sein. Und das ist die Hauptsache. Und die Einspitzigkeit in der Meditation hat die Möglichkeit, uns während der Meditation natürlich davon abzubringen, das ist klar, wenn wir einspitzig auf dem Meditationsobjekt sind, dann können wir nicht noch sinnliche Begierden außerdem haben. Das ist unmöglich. Aber es bringt uns ja dazu, zu erleben, dass es etwas viel Besseres gibt als die Erfüllung unserer sinnlichen Begierden. Und daher werden sie wieder unterminiert. Das heißt also, wir haben den Zugang zum spirituellen Leben. Das weltliche Leben ist auf sinnliche Begierden aufgebaut. Die ganze Ökonomie ist darauf aufgebaut. Jede Reklame ist darauf aufgebaut. Alles, was wir im Fernsehen zu sehen bekommen, zwischen den entsetzlichen Filmen, alles ist darauf aufgebaut. Was überall, wo Plakate sind, alles ist auf sinnliche Begierde aufgebaut. Und wir fallen natürlich andauernd drauf rein. Denn wir haben sie ja sowieso. Und so ist gar nicht schwer, darauf reinzufallen. Aber den Gegenweg einzuschlagen, das ist schon ein bisschen schwieriger. Einspitzigkeit bleibt bestehen. Die anderen Faktoren der Meditation werden sukzessive losgelassen. Das sieht so aus, dass der erste, das anfängliche Hinwenden zum Meditationsobjekt, natürlich losgelassen wird, wenn wir uns stetig hinwenden. Das weitere Hinwenden, da brauchen wir nicht uns wieder anfänglich immer wieder hinzuwenden. Wir können uns jetzt stetig hinwenden. Wenn wir uns stetig hingewandt haben zum Meditationsobjekt und das entzückende Empfinden kommt hoch, dann fällt auch der weg, das stetige Hinwenden, denn das entzückende Empfinden ist dann unser Meditationsobjekt und da es höchst interessant ist, so lernen wir da drauf zu bleiben. Am Anfang muss man sich allerdings immer wieder dorthin wenden, weil der Geist nicht drauf bleiben kann. So haben wir dann das Wegfallen von den ersten beiden und den nächsten Schritt, und ich werde den jetzt auch noch erklären, den nächsten Schritt gehen zu können, müssen wir dann auch das entzückende Empfinden fallen lassen und es sozusagen in den Hintergrund unserer Achtsamkeit gehen lassen und in den Vordergrund als Meditationsobjekt die Freude. Das ist der zweite Schritt, das ist die zweite Vertiefung, die Freude. Die Freude als Meditationsobjekt ist viel subtiler, weil es eine Emotion ist und nicht mehr ein körperliches Empfinden. Die 8 Stufen der Ruhemeditation werden immer subtiler und subtiler, so dass sie am Ende die ersten 4 heißen, die feindkörperlichen Vertiefungen, und die zweiten 4, die 5 von 5 bis 8, heißen die unkörperlichen Vertiefungen, so dass die noch viel subtiler und feiner sind. Das heißt also, um von der ersten zur zweiten Stufe zu kommen, und das dürfte nicht schwer sein, wenn man erstmal bei der ersten angelangt ist, dann kann man diese Empfindungen, die entzückenden Empfindungen fallen lassen, in den Hintergrund gehen. Sie gehen nicht vollkommen weg, sie gehen in den Hintergrund und die Freude kommt in den Vordergrund. Das kann man absichtlich, das soll man absichtlich tun. Des Buddhas Anweisung ist, dass man von einer Stufe zur anderen geht, absichtlich, weil man weiß, dass
dass, was man bis jetzt gehabt hat, noch nicht so fein ist, wie was das nächste sein kann. Man muss aber natürlich gelernt haben, mindestens 10, 15, 20 Minuten auf jeder Stufe bleiben zu können, damit man sie erstmal erkennt, dass man erstmal weiß, der Geist ist wirklich konzentriert und dass man auch die Möglichkeit von Einsicht daraus bekommt. Die zweite Stufe, Freude, ist eine ganz wichtige Stufe, denn sie gibt Selbstvertrauen. Die Unsicherheiten, an denen die meisten Menschen kranken, ob es so ist oder so, ob sie es können oder nicht können, ob sie die anderen Menschen sie vielleicht schädigen werden und so weiter, fallen dadurch weg, weil wir die Freude in uns gefunden haben, unabhängig von äußeren Umständen, unabhängig von anderen Menschen. Die Freude, die wir da erleben, hat eine gewisse Süßigkeit an sich. Die Mutter hat gemeint, dass man, also erklärt, dass man sich darin baden kann, wie und er vollkommen davon überflutet werden kann, so wie eine Lotusblume die Blätter von der Lotusblume in dem Lotusteich von dem Wasser immer überflutet werden. So soll man sich dort hineinfallen lassen. Dasselbe ist aber auch mit dem Atem. Mit dem kann man sich genauso vorstellen, dass man sich von dem Atem so überfluten lässt, dass nichts anderes mehr in Frage kommt. Es ist ein Symbol, das einem bei der Meditation helfen kann, sich durchtränken damit. Bei der Freude ist das nicht schwierig, weil es ja äußerst angenehm ist. Es ist wichtig, am Ende von entweder dem ersten Schritt oder dem zweiten, ist egal welchem, es ist sogar wichtig, bei jeder Meditation, die irgendwie gut gelaufen ist, einmal drei Dinge zu betrachten. Und zwar, wenn man zum Beispiel eine gute Meditation hatte, vielleicht noch nicht die Vertiefung, aber es war schon etwas Ruhe. Das Erste ist, was man am Ende sieht, auch das ist vergänglich. Immer wieder sehen, dass alles, was wir hochbringen, alles wieder vergeht. Der zweite Schritt ist, rekapitulieren, wie bin ich dahin gekommen, was habe ich gemacht. Wenn es eine gute Meditation war, sodass eine gewisse Konzentration schon gekommen ist, so soll man rekapitulieren, jeden Schritt, den man bei der Meditation gemacht hat, vor allen Dingen am Anfang. Hat man anders gesessen? Hat man anders gedacht? Hat man anders gegessen? Hat man anders geruht? Hat man ein anderes Meditationsobjekt? Hat man es anders angepackt? Hat man liebende Güte für sich sehr stark empfunden? Hat man sich gefreut, sich hinzusetzen? Was war es, was einem geholfen hat? Welche Hilfsmittel waren erfolgreich? Jeder findet nach einiger Zeit einen gewissen Weg, den er immer wieder einschlagen kann. Meditation ist nicht Glückssache. Meditation ist Erkennen, wie der Geist funktioniert. Das ist ein wichtiger Punkt, das Rekapitulieren. Und das Dritte, alles bevor man die Augen aufmacht. Das Dritte ist, einmal hinzuschauen, was kann ich von dieser Meditationsstunde lernen? Was zeigt mir das? Wenn ich das erste, zweite Mal konzentriert bin, kann es mir vielleicht zeigen, dass Denken Unruhe bringt und Nichtdenken bringt Ruhe. Na, das ist ja nur schon ein schöner Schritt, denn im Allgemeinen glaubt die Menschheit ja, sie muss denken. Man wird ja sogar bezahlt für Denken. Also vielleicht kann das eine Einsicht sein. Das zweite, was eine Einsicht sein kann, ist, dass ich nicht mit mir selber beschäftigt war und daher mich konzentrieren konnte. Solange ich mit mir selber beschäftigt bin, gibt es keine Konzentration. Ich kann nur mit dem Meditationsobjekt beschäftigt sein. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was immer der Geist erkennen kann, hinschauen, wie es erlebt wird. Weisheit kommt von erkanntem Erleben, nicht von Wissen. Das erkannte Erleben in sich selber, das ist Weisheit.
Und ohne Weisheit zu leben, macht das Leben noch viel schwieriger. Also, es ist sehr wichtig, aus der Meditation etwas Weisheit zu schöpfen. Das heißt Einsicht. Einsicht und Weisheit sind sozusagen Synonym. Bei der Vertiefung habe ich bereits erklärt, um was es geht, was die Einsicht daraus ist, dass wir das in uns tragen, was wir draußen immer suchen, dass wir es in viel größerem Maße in uns tragen, als es je draußen zu finden ist, dass dieses entzückende Empfinden, was uns auch schon mit Freude verbunden ist, dass das etwas ist, was uns ein ganz neues Bild und Perspektive zeigt von unserem Innenleben und dass wir dadurch erkennen können, dass viel mehr an uns dran ist, als wir je geglaubt haben oder gewusst haben. Vielleicht haben wir es geglaubt, aber nicht gewusst. Es gibt eine ganz andere Seite von uns selber, die wir nur berühren können durch die Meditation. Eine Seite von uns selber, die, wie immer wir sie auch nennen, im religiösen, spirituellen Leben immer angesprochen wird. Aber wenn man sie nicht erlebt, ja, dann weiß man ja nie, um was es geht. Da hofft man mal auf irgendwas oder man glaubt irgendwas. Aber man weiß ja nicht, was es ist. Man kann es das Erleben nennen, was in den Religionen und im spirituellen Leben angesprochen wird, das religiöse Erleben. Aber ohne das erlebt zu haben, ist es ja immer noch vollkommen im Dunkeln. Und dazu will ich vielleicht jetzt noch sagen, dass die christlichen Mystiker des Mittelalters alle diesen Weg der Vertiefung gegangen sind. Am deutlichsten ist es zu erkennen bei Teresa von Avila, die von 7 Gemächern spricht in der inneren Burg. Und diese 7 Gemächer sind synonym mit den 8 Stufen der Vertiefung. Sie hat aber eine äußerst bildliche Sprache und natürlich vollkommen geprägt von ihrem Glaubenssystem, sodass es, ich möchte sagen, vollkommen unmöglich ist, es nachzuvollziehen, was sie da gemacht hat. Man kann sich nur freuen, dass sie es gemacht hat. Das ist die Schwierigkeit, der man gegenübersteht, wenn man zum Beispiel ihre Worte würde nehmen als eine Erklärung, den Pfad zu gehen. Im Gegenteil, wenn man ihre Worte liest, bekommt man den Eindruck, dass sie etwas ganz Besonderes, Spezielles war und daher konnte sie das. Das ist aber nicht der Fall. Wir können es alle. Und das Buddhas Genie liegt darin, dass es in derartig pragmatischen, realistischen Worten, Erklärungen und Anweisungen uns erzählt hat, dass wir nur Schritt für Schritt nachzumachen brauchen. Und wenn wir es gemacht haben und dann mal die innere Burg lesen, und ich habe das übrigens auch von ihr übernommen, das mit den Gemächern, das hat mir gut gefallen, wenn wir das dann lesen, dann werden wir sehen, ach so, das ist es. Das hat nichts damit zu tun, dass da wunderbare kristallene, silberne und goldene Ausschmückungen in diesen Gemächern sind. Das sind nur Worte. Das ist, was sie erlebt hat. Und es ist überall, bei allen Mystikern der Fall, denn das ist der Weg des Geistes, wenn er sich vom Denken abwendet. Und natürlich ist der erste Schritt sozusagen nichts anderes als die Eingangshalle. Aber wenn man nicht mal in die Eingangshalle kommt, wird man wohl das Haus nie kennenlernen. Es ist nicht uninteressant, diese Dinge einmal nachzulesen. Sogar Meister Eckhart, bei dem es nicht verdeutlicht ist, dass er diese Schritte gemacht hat, ist es zu finden, dass er dieselben Vertiefungen gekannt hat. Er nennt sie nun wieder ganz anders, benutzt ganz andere Worte. Aber es sind wieder nur die Unterschiede in der Terminologie, weiter gar nichts. Bei den, zum Beispiel bei Mechthild von Magdeburg ist es ziemlich deutlich zu erkennen. Aber am deutlichsten ist es bei Teresa von Avila. Da ist es so deutlich, dass es effektiv Schritt nach Schritt erklärt ist. Uns steht allen dieser Weg offen.
Und je mehr Menschen auf der Welt diesen Weg gehen und wenigstens einige dieser Schritte machen können, desto mehr Ruhe und Frieden herrscht in der Welt. Ein Mensch, der sich abends und morgens hinsetzt und Vertiefung, der hat bestimmt kein Interesse, sich mit anderen Menschen rumzustreiten. Denn dann kommt er nämlich nicht mehr rein in die Vertiefung. Sodass es nichts Besseres geben würde, als zu üben, um einmal diese neue Perspektive kennenzulernen. Diese Vertiefung des eigenen Innenlebens. Das wäre genug. Wenn Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dafür. Wir sprechen jetzt von der christlichen Basis aus, sprechen wir ja mehr vom Geheimnis. Und was du lehrst bei Buddha, ist ja genau das Gegenteil. Das Geheimnis kann im Geist erkannt werden. Und die Mystik oder so habe ich auch immer als etwas verstanden, was eben ein Geheimnis ist oder die Wolke des Nichtwissens. Also wir sprechen dann vom Nichtwissen und haben vielleicht ein anderes Wissen, was du erklärt hast. Und für mich ist es immer noch eine Frage, weil ich auch von der anderen Seite herkomme, also so von der christlichen Seite her. Und mein Pfad oder mein innerer Wegweiser ist für mich auch viel die Intuition gewesen. Und von der Intuition hast du, ist ja das Wort noch nie gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie das fällt, aber für mich ist zum Beispiel Intuition etwas, wo ich eben nicht schon erkennen, doch etwas habe, wo ich mich führen lassen kann. Und wo ich spüre, ja, das ist so wie ein inneres Wissen. Ja, wenn es ein inneres Wissen ist. Ich bin weiser gewesen in all dem Dunkeln. Oder was noch dunkel sein wird, wo ich dann, wenn ich Angst habe oder wo ich bange vor, war, jetzt wird mir vieles klarer, vor diesem klaren Geist, weil man ihn vorher nicht gespürt hat, dann dachte ich, wie kann ich da hinkommen? Und da war für mich ein wenig Trost oder auch diese Intuition. Das kann ein Trost sein, das ist klar. Die Wolke des Nichtwissens ist übrigens, das bedeutet, dass wir uns nicht auf unsere Rationalität verlassen. Und zu den Vertiefungen können wir keine Rationalität gebrauchen. Rationales kann man überhaupt nicht benutzen. Überhaupt kein Denken kann man benutzen. Der Buddha hat Folgendes gesagt. Es gibt die Buddha-Statuen, die haben in unserer Tradition fünf verschiedene Handbewegungen. Und die eine davon ist, dass die linke Hand vor dem linken Knie mit der Handfläche nach außen gezeigt wird. Und das ist ein Symbol dafür, für Worte, die der Buddha gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe nie mit geschlossener Faust gelehrt. Ich habe immer mit der offenen Hand gelehrt. Keine Geheimnisse. Alles, was ich gelehrt habe, genügt euch, um erleuchtet zu werden. Und diese Handbewegung ist nur das Symbol dafür. Das hat er nicht ausgerechnet gemacht, diese Handbewegung, aber es ist ein Symbol dafür, ich habe nicht mit der geschlossenen Faust gelehrt, sondern immer mit der offenen Hand. Er hat nie irgendetwas verheimlicht, was uns aus unserem Leid herausnehmen könnte. Er hat nur ein einziges Interesse gehabt, aus dem Mitgefühl heraus seiner eigenen Erleuchtung, dass andere Menschen, von denen er genau wusste, dass sie auch das Potenzial dazu haben, auch erleuchtet werden. Das heißt, dass sie diesen, was der Meister Eckhart das Fünkelein nannte, dass sie diesen Samen der Erleuchtung in sich zu einer Blüte bringen, sodass alle Unreinheiten ausgemerzt sind. Und die Lehre, wie du ja richtig sagst, ist darauf gebaut, alles vollkommen klar zu machen, sodass jeder nachfolgen kann. Mystik hat nichts mit Mysterium zu tun. Nichts. Mystik ist der Weg des Geistes ohne Denken. Das Erleben des Geistes des Innenlebens. Mystik und Mysterium werden ewig und immer verwechselt. Das ist etwas und das andere ist was anderes. Es ist der Weg des Geistes, den wir alle nachfolgen können. Wir müssen es nur auf den Weg machen und es wirklich tun. Und diese Klarheit und Offenheit bringt uns natürlich neue Möglichkeiten. Ja.
Dennoch eine Frage, das Wort Erlösung ist für mich auch immer ein sehr wichtiges Wort. Und das ist ja auch in der Lehre des Buddha, kommt das ja auch nicht vor. Doch. Ja, also das habe ich so von der Lehre nicht gehört, während ich für mich innerlich viel anfangen kann. Ja, und zwar? Ja, erstens ist es für mich auch ein Trost und vor allem hält es mich da drin, beständig zu sein. Also für meine Aufgaben, wenn ich vielleicht nicht erkennen kann oder in die Lustlosigkeit fallen könnte, dann hilft mir das, meinen Weg weiterzugehen mit den Menschen, mit denen ich meine Verantwortung zu haben oder eine Schwierigkeit, die ich verstandlich nicht erkennen kann. Dann glaube ich an ein einfaches Schritt für Schritt tun, weil ich so an Erlösendes denke. An Erlösen. Ja, ja. Erlösen. Aber ich habe das Wort eben benutzt. Er hat aus Mitgefühl gelehrt, weil er aus der Warte seiner Erleuchtung wollte, dass alle Menschen von ihrem Leid erlöst werden können. Ich habe das Wort schon öfter benutzt. Erlösung, Freiheit, Erlöschung, Nibbana ist alles dasselbe. Aber es ist selbst erarbeitet. Und nicht auf ein Objekt oder auf einen Vorstellung, die wir also mit Gott oder was bezeichnen und meinen über die Christusfigur, haben wir ja so ein Vorbild erstmal da und, oder eine Anlehnung. Während vom Buddha aus ist es ja wohl so, dass wir es eben alles selbst machen können, tun können, ohne so ein Vorbild zu haben. Nein, Buddha ist unser Vorbild. Dafür haben wir einen Buddha als Vorbild. Und dafür haben wir seine Worte. 17.500 Lehrreden, wie es zu machen ist. 45 Jahre lang gelehrt. Also das Vorbild ist der Buddha. Der Buddha hat ja gelebt wie der Jesus. Und der Buddha hat ja gelebt als Mensch wie der Jesus. Und bei dem Jesus sagen wir eben, ein Sohn Gottes und wird der Buddha auch so verehrt als ein Gott oder bleibt als das Vorbild im Menschen? Das ist etwas günstiger gelagert beim Buddha. Wenn nur der Sohn Gottes das machen kann, und was wäre denn mit den Töchtern Gottes? Dann haben wir da nicht sehr viele Möglichkeiten. Der Buddha war ein Mensch, so wie jeder andere, unerleuchtet, und hat durch seine eigene Kraft die Erleuchtung oder die Erlösung gefunden. Erlösung von allem Leid heißt das. Das Wort Erlösung bedeutet Erlösung von allem Leid. Ja? Und hat uns gesagt, wie man es machen kann. Und da er Mensch ist, gewesen ist, so wie wir, und auf dieser Ebene es gefunden hat, so haben wir alle die Möglichkeit, es auch zu finden. Und die Anweisungen sind da, nur wir haben leider immer unsere eigenen Ideen, wie man es doch noch vielleicht einfacher oder besser machen könnte. Aber wenn wir es genau so machen, wie er es gesagt hat zu machen, Schritt für Schritt, immer kleine Schritte, dann ist überhaupt kein Grund vorhanden, warum wir es nicht können. Er hat 45 Jahre seines Lebens gelehrt, jeden Tag, ob es gutes oder schlechtes Wetter war, ob er krank oder gesund war, hat so ganz gewöhnliche Menschen gelehrt, so wie wir es sind. Er hätte bestimmt seine Zeit nicht vergeudet, wenn er nicht gewusst hätte, dass wir alle zu diesem vollkommenen Erlösung kommen können. Und das Schöne daran ist und das Erhebende, dass auf der menschlichen Ebene es möglich ist, denn er hat es gemacht. Und das ist das, was natürlich immer wieder Mut und Trost zuspricht, wenn man merkt, man hat es noch nicht ganz gemacht. Darf ich noch was sagen? Ja. Die Erlösung bezieht sich dann bei dem Buddha-Erlösen von Leid im Diesseitigen, hier und heute und jetzt. Ja, man kann es auch auf dem Todesbett machen. Es muss nicht jetzt sein, aber wenn es jetzt ist, ist es besser. Ja, aber das Tod und Bett ist ja auch noch jetzt. Also bezieht sich nicht so sehr auf das, was nach dem Tod ist, oder ein Weg unbedingt hingerichtet auf das, was nach dem Tod sein wird, wie das aus unserer Lehre mehr kommt. Naja, also das ist die Sache, das nach dem Tod, man hätte es ja lieber jetzt, ne? Wäre ja besser, ne?
Wenn wir die Erlösung jetzt hätten, wäre ja netter. Und die Sache mit nach dem Tod sieht dann ganz anders aus. Sieht ganz anders aus in den Lehrreden des Buddha, als diese hoffnungsfreudigen Dinge, die da passieren können. Also natürlich ist es, der Buddha war erleuchtet mit 35 Jahren auf der menschlichen Ebene. Und er hat übrigens gesagt, dass die menschliche Ebene die beste Ebene ist für die Erleuchtung. Weil wir haben genug Dukkha. Ich habe schon erklärt, was Dukkha ist, ja? Das ist alles, was uns nicht passt. Wir haben genug Dukkha, um uns endlich mal hinzusetzen, was zu unternehmen. Aber wir haben auch genug Sukha, was das Gegenteil von ist, Annehmlichkeiten, um nicht vollkommen deprimiert zu werden. Wir können uns also einigermaßen auf einer Balance halten, auf der man praktizieren kann. Das ist die beste Ebene, um hier die Erlösung zu finden. Und wenn man es noch zu Lebzeiten finden kann, hat man bestimmt den größten Vorteil davon. Aber es dauert eine Weile. Man muss sich erstmal konzentrieren. Ja. Auch wenn man meditieren möchte, einen Lehrer für die tägliche Praxis. Sorry, ich habe es nicht mitgekriegt, aber so ein... Wenn man meditieren möchte, einen Lehrer braucht, eine tägliche Praxis. Ja, man braucht bestimmt einen Lehrer für die Anweisung, aber man muss nicht einen täglichen Lehrer haben, der einem nur immer dabei ist. Man muss einen Lehrer für die Anweisung haben und man muss einen Lehrer haben, an den man sich wenden kann, wenn man nicht weiter weiß oder wenn es irgendwie was Interessantes passiert ist. Man möchte gerne wissen, was das nur ist und so. Man muss jemanden haben, an den man sich wenden kann. Aber es muss nicht nur jeden Tag dabei sein. Wenn man natürlich mit einem Lehrer leben kann, zusammenleben kann, das ist sehr, sehr hilfreich. Denn dann ist jeder Moment eine des Lebens schon die Lehre. Aber so im gewöhnlichen Leben sollte man jemanden haben, an den man sich wenden kann, wo man Auskunft kriegen kann. Was gibt's noch? Noch irgendetwas? Na wunderbar, alles ganz klar. Sehr schön.